Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Inquisitor Martyr im Alpha-Bild. Wir erinnern uns kurz an die letzte Folge. Wir haben uns auf dieses Schiff bewegt, was wahrscheinlich der Gothic-Kreuzer Martyr ist, und müssen, wie es aktuell scheint, diesen von Chaos befreien, von Nurgle-Chaos-Infektion. Wir haben in der letzten Episode zwei Missionen gemacht. Die erste Tutorial-Mission, gucken, wie läuft man, wie schießt man. Und dann eine Mission, in der wir noch einen Kontakt gefunden haben über Vox, der offensichtlich jetzt sagt, übrigens, komm mal zu uns. Wir haben in der letzten Mission hier ein Schwert gefunden, was ich jetzt mal mitnehmen werde. Dieses Schwert, das habe ich gegen die Laserpistolen ausgetauscht. Und im zweiten Slot haben wir noch die Autogun unseres Tactical Crusader. Das heißt, die nächste Mission schauen wir uns mal an. Ich bin gespannt, was passiert. Wir befinden uns hier immer noch im Alpha-Bild, ganz wichtig. Wenn Bugs auftreten, dann liegt das wahrscheinlich an der noch nicht fortgeschrittenen Version. Die Vollversion wird wahrscheinlich im Juni, Anfang Juni 2018 kommen. Und ich bin gespannt wie ein Flitzebogen und hab mega Bock drauf, denn es ist ein krass atmosphärisches Spiel. Und wir gehen jetzt direkt in die dritte Mission der Kampagne von Inquisitor Martyr. Forbidden Cult. Gut, also das Vox-Signal ist hergestellt. Er geht jetzt in das Sub-Deck und muss mit den Heretikern dealen. Unser Inquisitor J. Oath. Heart. Oh, Ladebildschirme sind was Tolles. Da kann man warten. Aber im Hintergrund sieht man wunderbar dieses schleimige Mutationszeugs von Nurgle. Das macht Atmosphäre. Also für mich als Tabletopper bzw. Miniature Wargamer, der total auf Fluff und Hintergrundgeschichten abgeht. Also den spricht das natürlich an. Da kann ich mich quasi gar nicht dem entziehen. Another wave of filth is on its way to face me in a glorious carnage. I want your help as soon as possible. Careful, Thorn. That was dangerously close to insolence. And you are definitely confusing me with someone else. You are an Inquisitor, which is enough for me right now. The whole deck is swarming with the local mongrel tribes, and they've sent their champions to rally the troops. I need you to eliminate these creatures. It will slow down the tribes. Okay, offensichtlich sind hier einige Chaos-Kulte, Chaos-Banden unterwegs, und dieser Cassius Thorn sieht von dem Videobild, was man oben rechts gerade gesehen hat, so ein bisschen aus wie was Richtung Inquisition oder vielleicht sogar Space Marine. Ich bin gespannt. Das Schwert schlägt so zu. Oder so. Ui. Oder so. Oder so. Und ich habe dann eine Stun-Mine. Also betäuben. Wenn ich wieder wechsle, habe ich immer noch eine Stun-Mine. Achso, das macht wahrscheinlich eins der Implantate. Oder? Oder ist das eine besondere Ausrüstung gegenstand? Ich habe nicht aufgepasst. Es tut mir leid. Ich renne erstmal wieder mit der Autogun hier rum und gucke mal, was da so mich erwartet. Das sind zwei normale Dudes. Da werde ich, glaube ich, einmal reinschießen. Und sobald ich die ein bisschen reduziert habe, auch mal das Messerchen ausprobieren. Erstmal die Nurglings hier. Und da merkt man gerade, dass ich noch Diablo 3 gewohnt bin. Ich bewege mich mit Mausklicks, aber ich kann es ja auch mit der Tastatur. Deshalb versuche ich das jetzt auch mal so ein bisschen hier, mich anzunähern und ihm auf die Mütze zu geben. Warhammer 40k. Im Nahkampf ist offensichtlich ungeschlagen. Ein Hieb und puff, tot. Mit der Autogun hätte ich fast ein halbes Magazin reinjagen müssen. Dann gucken wir mal, wie sich das Schwertchen mit denen hier verhält. Okay. Offensichtlich ist das Schwert eine ziemlich starke Waffe. Aber ich muss auch... Ja, ich sterbe ja schon. Ach nein, du stirbst. Stimmt, so war das. Aber ich muss natürlich auch sehr nah ran an den Gegner. Was mich aber natürlich überrascht. So you're heading to the control room to disable the jammer. That's the plan, yes. And who is this Caius Thorn exactly? Quite a character. Otherwise I have no idea
seems to think that I am a member of his mysterious expedition. If there is an expedition, they might be trapped in that monastery, just like you. Why do you think so? I made a scan. That giant wreckage looks completely dead from here. No sign of any other void craft in the vicinity. Ja, offensichtlich kein Schiff, was hier hingekommen ist. Also, mysteriös. Wir gucken uns das mal an, was ich eigentlich sagen wollte, bevor die mir gerade wieder ins Wort gefallen sind. Es ist spannend, dass man heutzutage in Action-RPGs tatsächlich auch Schüssen, wie zum Beispiel Bolzenpfeile oder hier tatsächlich Schüssen aus Gewehren, ausweichen kann, weil die so langsam sich bewegen. Aber so ist es nun mal. Das ist der Trend gerade. Und wir werden weiter Nurglings verschießen. So einfache Kombos wie ich schieße das Magazin leer und wechsle dann sofort die Waffe geht nicht. Da muss ich tatsächlich das besser timen. Waffe fast leer schießen, wechseln und dann auch mit dem Messerchen zuhauen. Ob mich das so überzeugt, weiß ich nicht. Da schaue ich mal, was es noch so für Waffen gibt. Hier haben wir einmal eine Supply-Kiste. Zwei Charges für. Hallo? Will er nicht aufnehmen? Ist das vielleicht für die Granate? Mine? Ja, genau. Das sind die Minen-Charges gewesen. Dann weiß ich schon mal, was das ist. Da vorne haben wir dann offensichtlich im Raum unseren ersten Champion, den wir erledigen sollen. Und ich platziere hier mal eine Century Gun. Und noch. Oh, kann gar nicht richtig in Deckung gehen, wie ich wollte. Und lass die Century Gun mal ihre Arbeit machen. Während ich selbst auch noch ein bisschen Feuer auf die Nurglings gebe, die hier gerade auch anstürmen. Das hat, glaube ich, sehr viel mit persönlicher Präferenz zu tun, aber ich finde, die Kamera ist ein bisschen weit weg fürs Geschehen. Ich hätte sie gerne näher ran, aber ich glaube, reinzoomen kann man nicht. Zumindest wurde das in den Controls nicht erwähnt. Und ich glaube, ich kämpfe gerade gegen einen, genau, Standartenträger. Nurgling, Quatsch, Plaguebearer Standartenträger, der offensichtlich immer wieder neue Nurglings beschwört. Natürlich bin ich auch so dumm, um direkt erstmal nur auf die Nurglings zu schießen. Nein, das war kein Champion eines Stammes. Das war ein Seuchenhüter. Dummer Inquisitor. Eigentlich müsste der das wissen. Okay, gehe ich mal ein bisschen weiter. Hier hinten ist nichts mehr. Dann ab in den nächsten Gang. Einmal kurz die Waffe leer schießen, damit er wieder nachladen kann. Es gibt bestimmt auch eine Nachladentaste, die ich nur noch nicht gefunden habe. Weil ich bin ja grundsätzlich ein Trottel bei solchen Spielen. Bei Diablo hat es zum Beispiel auch sehr lange gedauert, bis ich so ein paar Kniffe rausgekriegt habe. Da das hier ein ähnlich geartetes Spiel ist, wird das wahrscheinlich auch so dauernd sein. Deshalb vergibt mir Spielfehler, ich lerne aber dazu. So, die Jungs hier kriegen ordentlich auf die Mütze mit dem Schwertchen. Hallo? Gibst du dem mal jetzt auf die? Okay, die sind ziemlich stark, die Jungs. Aua. Okay, aber nicht stark genug. Vor einem Inquisitor müssen sie alle zittern. So, weitere Supplies. Das sind auch wieder nur Minen-Charges wahrscheinlich. Wie kann ich denn... Tactical View? Nein, Zoom Out. Dann gehe ich jetzt wieder darum zurück oder da lang? Ich glaube, ich gehe erstmal hier zurück. In der Hoffnung, dass ich die beiden Champions nochmal umhaue, die ich noch verkloppen muss. So.
Century Gun, die gerade von einem Marauder kaputt gehauen wird. Das ist nicht so schön. Aber wer wäre ich denn, wenn ich jetzt mich davon beeindrucken lasse? Und einen Plague Ogren haben wir ja schließlich auch schon mal ganz am Anfang mit den Laserpistolen umgeschossen. Also sollte der hier auch kein Problem sein. Was ich natürlich machen könnte, wäre Minen einsetzen. Aber so technischer Schnickschnack, da tue ich mich in Action-RPGs immer ein bisschen schwer. Considering that I'm alone, I'd say that I'm making adequate progress. Alone? Oh, where's the rest of your detachment? Mean? Some smoldering wreckage. Mean? Well, that's unlucky. But that's all the more demons for us to kill. Let us rejoice in the furious challenge. Thorn out. Medical supplies. Und hier geht's weiter in Richtung des nächsten Champions. Offensichtlich. Einmal eine Century setzen und erstmal gegen die Marauder verhauen. Weil die anderen nämlich schön links um die Säule rennen und voll in den Schuss, in das Schussfeld der Century Gun. So, hier haben wir tatsächlich auch Plague Bearer. Apostel des Nurgle. Also ein blöder Dude, den wir jetzt mit unserem Messerchen auf die Mütze geben. In der Hoffnung, dass er... Nein. Nein. Dass er, weil er Psyker-Fähigkeiten nutzt, im Nahkampf leichter zu besiegen ist. Aber dem ist scheinbar nicht so. Dann werde ich mal weiter Blei in ihn reinpumpen. Ja. Die Humans. Ja, ist klar. Wenn man jetzt bei Inquisitor auch noch einen radikalen Inquisitor spielen könnte, das wäre natürlich eine nice Sache. Und dann auch die ganzen Chaos-Fähigkeiten mitnutzt. Wer weiß, was noch alles kommt. Es gibt so viele Möglichkeiten. Der Typ nervt aber. Der Typ nervt richtig. Irgendwas mache ich, glaube ich, verkehrt. Ich brauche noch eine weitere Century Gun. Kannst du mal bitte eine setzen? Nein, kann er noch nicht. Jetzt. So, jetzt geht's aber. Jetzt geht's auf die Mütze. Aha. So, also mit der Century Gun konnte ich ihn bezwingen. Yes, I purged the place. How ambitious! I like that. But believe me, there is still much work to be done. You'll find a desecrated shrine next door that leads to the control room. Go there. Okay. Ein Schrein. Einen Schrein. Hier haben wir einen Cogitator. Dann schauen wir uns den nochmal an. Los Cogitatoris. Autokryptesteticon-Transkript. Ihr könnt euch diese ganzen Texte gerne durchlesen. Ich warte mit dem Durchlesen auf die deutsche Ausgabe. Macht kurz Pause und lest euch durch, was hier steht. Ich werde direkt weitermachen, denn ich will gar nicht so viel Zeit verschwenden. So. Das Grüne, da ist die Century Gun auf meiner Minimap und ich muss, glaube ich, hier genau da, wo ich eben überlegt habe, ob ich da abbiegen soll, da muss ich anscheinend jetzt in die Richtung gehen. Hier haben wir wieder Medical Supplies, bis jetzt noch kein Stimpack, oder wie die auch immer heißen. Inokulator genommen. Bis jetzt ging es noch ohne. Ich hoffe, das bleibt noch so. Das würde nämlich nur davon zeugen, dass ich schon ein bisschen drauf habe. Okay. Gehen wir mal weiter und schauen, was uns noch entgegengeworfen wird. Ein finsterer Gang. Und ziemlich sexy Lichteffekte. Ja, weitere Gegner. Century Gun auf die Seite. Ja, 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 ja. Und ein Marauder hier.
ordentlich auf die Mütze kriegt. Dankeschön. Die beiden locke ich mal an. Die beiden locke ich an, um mit der Century Gun Bekanntschaft zu machen. Mal schauen, hier ist offensichtlich der Aufzug, wo ich hin soll. Thorn, I've reached the end of this subdeck. Good. There is the exit. Some of my men will meet you on the other side, but plenty of them have been captured. I'll need your help to set them free. Okay. Dann geht es wohl darum, dass ich jetzt wieder in einem Ladebildschirm bin. Dass ich jetzt langsam mir so ein kleines Retinue hier versuche aufzubauen. Oder zumindest Leute, die mir helfen können. XP bekommen. Dann noch Rangpunkte. Yay! Einen zweiten Rangpunkt. Das heißt, ich kann gleich wieder was verteilen. Und einmal die Lootbox. Was haben wir denn da Schönes? Noch ein Großschwert. Credits. Ein Kettenschwert. Warhammer ist ein Kettenschwert. Und eine Demolition Armor, also der Rüstungstyp, den unser Tactical Crusader, glaube ich, gar nicht trägt. Ich glaube, das ist für den schweren Typen. Und noch ein Augenimplantat. Congratulations. You earned a level. Da habe ich, glaube ich, noch eine Lootbox, ne? Tatsache. Items unlocked. Eine Plasma-Pistole kann ich jetzt auch tragen dadurch. Lootbox. Warte, gib mir eine Plasma-Pistole. Natürlich. Natürlich. Gib mir eine Plasma-Pistole, weitere Credits, eine Skite-Auto-Pistole und ein Neural-Implantat. Gehen wir doch mal in den Charakterbogen. Erstmal Skills. Ich habe keinen Available Point. Ach nee, das war Level, ne? Genau hier. Der Rang wurde erhöht. Das war das. Aber da würde ich doch richtig Inventar, wollte ich schauen. Kettenschwert. Kettenschwert kann wahrscheinlich One-Handed kombiniert werden mit einer Pistole. Equipment, Demolition Armor, Sentinel Armor. Kann ich die tragen? Ja. Aber das war doch eigentlich die der Heavy Gunner Crusader trägt. Kann das sein, dass man im Spiel auch wieder seine Ausrichtung ändern kann? Das wäre interessant. So, Damage dealt. Das ist Damage suffered. Und die ist auf jeden Fall besser. Moment, was ist hier? Die gibt mir die Möglichkeit, eine Century Gun zu bauen. Und die hat eine andere Möglichkeit. Irgendwas, ein Raketenschlag oder sowas. Ich probiere die einfach mal in der nächsten Mission aus. Was haben wir hier? Noch ein Implantat. Er ist schlechter. Add-ons. Neuralimplantat. Das ist... vielleicht ein bisschen besser. Oh, Right-Click to Equip. Wenn man richtig guckt, geht das auch alles schneller. Schau mal, zack. Waffen. Ich möchte nicht das Teil tragen, sondern die Plasma-Pistole. Die Skite-Auto-Pistole. Oh, nee. Die Plasma-Pistole gibt 8,4 HP per Kill. Lässt mich also länger leben. Dann nehme ich mal die. Und weil er offensichtlich die Hand noch frei hat, gebe ich ihm nochmal das Kettenschwert. Oh. Okay, Kettenschwert, cool. Sieht auch richtig nice aus. Hier sieht man natürlich wieder vom Alpha-Bild. Da wurde die linke Hand noch nicht richtig animiert, dass er die Plasma-Pistole dort hält. Aber ich meine, so fucking what? Ist halt so. Das andere ist nach wie vor hier die Autogun. Die können wir vielleicht auch irgendwann nochmal... ersetzen mit einer anderen Waffe. Mal schauen. Wir gehen dann in die nächste Mission. Feral Tribesman 4. Und die Mission heißt Feral Tribes. Wahrscheinlich ist das alles Tutorial und wir können, nachdem wir diese Kampagne auf dem Schiff abgeschlossen haben, uns auch im Sektor bewegen und dann auch andere Planeten bereisen. Händler aufsuchen und so weiter und so fort. Ich bin gespannt, was noch alles kommt. Vielleicht haben das einige von euch schon gesehen. Nicht spoilen, bitte. Reicht schon, dass ich euch spoilere. This is just the calm before the storm. Take advantage of the respite before the wretches return.
At least I can send you some reinforcements. The Masters are keeping some of my scouts caged up in the desecrated sanctum. Free the guardsmen and bring them to the control room. Okay. Reporting for duty. Ich habe offensichtlich hier ein paar Leute dazu bekommen. Tutorial, Allied Units. Command over. Special Floor Marker. Okay. Aber die kommen mir doch erstmal mit, ne? Ja, die kommen erstmal ganz unproblematisch mit. Und wir schauen mal diese Fähigkeit hier. Ui! Also tatsächlich so ein Raketenschlag. Ich habe hier auf den Standard-Tasten, Maustasten, das Kettenschwert jetzt und auf den Tasten 1 und 2 die Plasmapistole. Ready to fight! Ohoho. Hört ihr diesen süßen Klang dieses kleinen Kettenschwertes, wie es die Zähne bewegt? Party's over! Okay. Die Plasmapistole schießt einmal oder schießt einmal. Single Shot, Long Range, 77 Schaden. Focused Bolt. Ah, okay. Das hat einen längeren Cooldown und macht 3 Overheat. Statt einem normalen Schuss mit einem Overheat. Dann schauen wir mal, was hier für Gegner stehen. I'm entering the Sanctum of the Deck. It clearly used to be an Imperial Chapel. But the statues there are not familiar. When did this sacred fortress drift away from the light of the God Emperor? Bin ich auch gespannt, warum und wieso. So, einmal hier Feuer mit der Plasmapistole. Piu, tot, piu, tot, piu, tot. Oh, Gegner von der Seite. Fresst mein Kettenschwert, Leute, fresst es! Aua. Okay, Kettenschwert ist natürlich auch wieder ein bisschen drüber. Schön ist, dass ich jetzt die Kombination aus Fern- und Nahkampf in diesem einen Loadout hier habe. Das habe ich gerade ein bisschen mit dem Großschwert vermisst, dass ich wirklich nur die Nahkampfwaffe hatte und dann für Fernkampf immer wieder wechseln musste. Hier, wenn es vielleicht auch nicht immer die Plasmapistole ist, sondern Laser oder sowas dazu, habe ich natürlich gut die Möglichkeit, ranzugehen, immer mal zu schießen und dann mit dem Kettenschwert rumzuschnibbeln. Parental Adversary Advised oder so. Also das ist gruesome, das ist brutal, das ist 40k. So ist, muss das. Hier haben wir ein persönliches Log von Anselm da de Arviro. Also auch hier könnt ihr jetzt mal kurz auf die Pause-Taste drücken und das nachlesen. Ich lese mir das hinterher, wie gesagt, auf Deutsch durch. So, weiter geht's. In den Bauch dieses Schlachtschiffes, dieses Gothic-Kreuzers. Piu. Piu. Die hört sich so unscheinbar an, die Plasmapistole. Und dann ist sie so stark. Das ist doch frech. Frech ist das. So, was muss ich überhaupt machen? Achso, die Gefangenen befreien. Stimmt. Free the prisoners. Hier geben wir dem ordentlich mal eine Raketensalve, die gar nicht mal so stark ist. Und dem Renegade Commander geht's mit dem Kettenschwert an die Nüsse. Ah! Ah! Gefällt mir. Also, ich mag ja solche Kleinigkeiten und das hat gerade irgendwie richtig Stil gefühlt. Ein Käfig des Chaos. We don't have much time, Inquisitor. Hurry up and take as many guardsmen with you as you can. Aber da ist doch gar keiner drin. Off with the head. Ab mit dem Kopf. So, fressen Kettenschwert. Oh, und wenn ich gedrückt halte, hält er das Kettenschwert an der Stelle und schneidet weiter und weiter und weiter. Hei. Okay. Jetzt ist auf jeden Fall einer drin. Ein Guardsman. Den können wir
mal rausholen. Einfach mal mitkommen. Oh, die Statoren sind aber ganz schön rostig. So, da hinten haben wir eine kleine Supply-Kiste. Neben ganz vielen nicht mehr so hübschen Betten. Auch nur Charges, die brauchen wir jetzt nicht. Okay, warum steht denn der da jetzt drin und kommt nicht raus? Alpha-Bild-Probleme? Vielleicht? Ich kann rein, der kommt raus. Ah, okay, das waren zwei Guardsmen. Natürlich, die sich versuchten, beide durch die Tür zu zwängen. Und wie wir das aus dem realen Leben kennen, Türen sind meistens nur gedacht für einen. Ja, die meisten Türen. Es sei denn, in öffentlichen Gebäuden, die extrem breiten Türen, vielleicht auch für Rollstühle und so. Das wäre was anderes. Aber hier gibt es, glaube ich, keine Rollstuhltüren in diesem finsteren Zukunftsuniversum. Friskettenschwert, Commander. Was? Warum hat er sich geheilt? Was? Ja, dankeschön. Und da seht ihr gerade hier auf der Seite, es ist online, ein Kriegsfall geschreibt gerade Hello in den globalen Chat. Ihr könnt ja... Humans are banging their war drums, calling up the filth of chaos from the caverns of the ship. If you want to know what a real battle looks like, I suggest you join me as soon as you can. Ich bin doch schon auf dem Weg. Das ist auf jeden Fall immer an einen globalen Server angeschlossen. Das heißt, sollte irgendwas aufpoppen, was irgendwer schreibt, da kann ich jetzt nicht spüren. Der Clou ist egal, das können wir uns hinterher angucken, mal irgendwann bei Zeiten vielleicht. Oder auch einfach nicht. Und ich gehe mal weiter und stelle mir mal vor, dass hier irgendwas Großes auf mich warten wird. Denn das ist irgendwie so der gefühlt letzte Raum gerade hier. Hier, friss Plasmapistole. Du Kommandant. Nörglings! Nörglings mit dem Kopfkettenschwert. So. Nur das war ja einfach. Reach the exit. Chaosstern. Habe ich zufällig auch auf dem Ellbogen. Für die, die es interessiert. Muss zwar nochmal nachgestochen werden, weil an der Stelle ist viel Hornhaut. Da geht die Farbe nicht so gut rein, aber... Ich bin eigentlich auch vom Chaos besessen. Boah. Okay, hier ist der Ausgang. Inquisitor, und eine Videonachricht. Are starting to pick up huge waves of hostiles approaching your position. Can you hold them off on your own? Captain, a long time ago I made an oath to protect the Imperium with no regard for my own life. Do you want to question my dedication? So what is your plan? Kämpfen bis in den Tod. The Emperor will protect me from the faithless. I was also planning to blast through the unclean with the devastating force of my weaponry. I'll have the transport ship ready, just in case. Letzte Tür geht auf und Gegner kommt raus. Nein. Offensichtlich wieder ein Ladebildschirm und die Mission ist vorbei. Das ist alles recht kurz, das gefällt mir aber. Dass das so schnell hintereinander kommt, so bam, bam, bam. Ich habe offensichtlich noch einen Rang bekommen, so wie das aussah. Fade, da, 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 da. Die Lootkiste sagt mir, dass ich einen Inokulator bekommen habe. Credits, noch ein Großschwert und ein Purity Seal. Dann gehe ich doch mal hier. New Investigation Reward. Ja. Dann gucke ich doch mal hier rein. Skills, einen neuen Punkt verfügbar. Ich hatte zuletzt Movement verbessert und durch das Movement-Verbesserung kann ich nochmal plus 5% bekommen, wenn ich einhändige Waffen trage. Ist natürlich fraglich, ob wirklich nur eine oder ob Dual-Wielding mit zwei Einheitswaffen auch dazu gehört. Lasse ich deshalb erstmal weg. Support... Mehr Inokulator, das ist gut. Mehr Fokus ist auch gut. Weniger Fokus Cooldown. Oh Gott. Ich glaube. Mehr Fokus, mehr Fokus, mehr Fokus, mehr Fokus. Mehr Fokus.
Akkus, Regeneration. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Gehe ich mal den Weg hier bei dem Support. So. Wir sind wieder hier auf unserem Bildschirm. Ich gucke mir nochmal eben den Charakter an. Inventory. Was haben wir hier Schönes? Das ist die Pistole von vorhin. Neues Equipment. Inoculator. Kapazität 11. Auf jeden Fall besser. Nehmen wir mit. Noch neue Add-ons. Ein Purity Seal. Weniger Fokuskosten und mehr Schaden gegen Chaos-Dämonen. Mitnehmen. Gut, das war der nächste Teil des Let's Play Inquisitor. Ich danke euch fürs Zuschauen und an dieser Stelle sage ich, wie in jeder Episode gewohnt, keep on wargaming.